Lasst uns doch mal über den neuen Film mit Daisy Ridley in der Hauptrolle sprechen, die ich ehrlicherweise immer ziemlich gerne sehe und vor allem außerhalb des Star Wars-Franchises ich sehr gespannt war auf das Erwachen der Jägerin, dessen Trailer ich mochte. Das Ganze ist eine Buchverfilmung nach der Vorlage von Karen Dion von Neil Burger inszeniert. Die hat unter anderem Mein Bester und ich, Ohne Limit oder aber auch Der Illusionist gemacht. Alles drei Filme, denen ich durchaus einiges abgewinnen konnte. Und dementsprechend bin ich gespannt gewesen auf das Erwachen der Jägerin. Eine Art, ja, wirkt wie so ein Rachefilm oder ein Film rund um eine Frau, die sich beschützen will vor Dingen aus ihrer Vergangenheit, mitten in der Wildnis, in den Sümpfen. Und das ist so ein Setting, wo ich sage, okay, bin ich erstmal dabei. Aber worum geht es in Das Erwachen der Jägerin? 109 Minuten lang, ab 12 Jahren freigegeben, ab diesem Donnerstag, den 25. Januar, in den deutschen Kinos startend. Es ist eben Thriller-Drama und beginnt mit Helena, die gerade einmal 10 Jahre alt ist und ihr Leben lang schon in der Wildnis lebt. Ihr Vater bringt ihr alles bei, was man fürs Überleben wissen muss, ist dabei streng, ab Zeichen auf eine besondere Art und Weise spielen dabei eine Rolle, ist aber auch liebevoll. Und so gibt es eine besondere Bindung zwischen diesen beiden, während ihre Mutter immer sehr kühl und sehr distanziert wirkt. Als sich aber auf einmal die Möglichkeit ergibt, unbeobachtet zu sein, versucht ihre Mutter zu fliehen und packt sich dabei Helena. Und dabei kommt ans Tageslicht, dass dieser Mann, dieser Vater, Helenas Mutter einst entführt hat und sie zu diesem Leben in der Wildnis zwingt. Da kann man auch sicherlich davon ausgehen, dass dieses Kind nicht freiwillig entstanden ist und sie im Grunde deswegen diese Distanz hat, diese Angst hat und in einer Art Gefangenschaft gelebt hat für die letzte Dekade. Und genau da auszubrechen bedeutet für Helena als Kind, und da ist ja der Film mit diesem Fokus drauf, ein Trauma davon zu tragen. Nicht zu wissen, was ist hier genau die Wahrheit. Und als erwachsene Frau versucht sie dann ein einfaches Leben zu führen in der Vorstadt, mit einem einfachen Bürojob, mit einem Mann an der Seite, eine eigene Familie gegründet. Als ihr Vater aber irgendwann aus dem Gefängnis bzw. es ihm gelingt zu fliehen, ist klar, dass die Vergangenheit sie einholen wird und alles, was sie kann und Weisen und Fähigkeiten gelernt hat, wird sie nutzen, um ihre Familie zu schützen. Das wissen wir tatsächlich alles aus dem Trailer. Und ich finde diese Storyline nicht schlecht, weil Daisy Ridley, finde ich, nicht bloß immer so eine fitte Art vor der Kamera hat, sondern durchaus jemand ist, wo ich auch Nuancen im Gesicht sehe und sehr gespannt bin, wie diese Konstellation funktioniert mit Ben Mendelsohn, der nämlich Jacob spielt, den Vater. Und tatsächlich ist dieses Thema Hassliebe in Das Erwachen der Jägerin zwischen Tochter und Vater eigentlich das mit dem größten Potenzial, wo leider aber einiges verschenkt wird, weil ich die Chemie zwischen den beiden spannend finde. Ich finde, der Film fängt ziemlich gut an, aber hat leider auch seine stärksten Momente direkt zu Beginn des Films und fällt dann immer weiter auseinander und wird dann kontinuierlich schwächer, was an verschiedenen Dingen liegt. Zu einem sieht der Film erstmal rein optisch total durch so eine blau-grüne Suppe gezogen aus und auch immer wieder nicht scharf unbedingt dabei, sodass man mit der Kombination aus diesem krassen Farblook, der mir zu unnatürlich war, und der Sumpflandschaft das Gefühl hat, oh, das könnte auch irgendwie an der Welt von Ozark sein, und Marty Bird taucht gleich als nächstes da irgendwo an der Ecke auf, und ich mir sagte, so ein natürlicherer Look hätte dem Erwachen der Jägerin deutlich besser getan, den Film insgesamt mehr auch in der Wildnis und Sümpfen stattfinden zu lassen, statt das irgendwie nur zu behaupten, hätte dem auch ein bisschen so ein rauerer, ein dreckiger Ton gut getan. Und dann vor allem ist es diese sehr unrunde Art, wenn sich Neil Burger entscheidet, die Geschichte von Helena, quasi von einem 10-jährigen Mädchen, direkt zu springen auf das Leben einer erwachsenen Frau, da ist dazwischen eine riesengroße Ebene oder eine riesengroße Zeit, in der diese Frau sich ganz gezielt ihr beschließt, abzuwenden. Wie ist diese Verbindung mit der Mutter verlaufen, über deren Schicksal wir nach und nach im Film was erfahren? Wie geht sie mit diesem eigenen Trauma um? Warum ist sie bereit, mit niemandem darüber zu reden? Das ist wichtig wiederum für die Ebene zum eigenen Kind, zum eigenen Lebenspartner, weil sich dann darüber zu der Ebene mit dem Vater ja im Grunde ganz viel widerspiegelt. Und da man diese große Lücke lässt in der Zeit, muss man dann hinnehmen, dass sie als erwachsene Frau ist, das ist, was sie ist, aber es fällt dann schwer, mit ihr hineinzusteigen, während wir sie als Kind am Anfang so erleben, dass ich dachte, oh, da bin ich voll dabei. Gibt es diese kühle Distanz als erwachsene Frau, wo dann auch diese Idee, okay, ich bin jetzt bereit, mich meiner Vergangenheit zu stellen, alles zu nutzen, was ich kann, um meine Familie zu schützen, zu kurz tritt, weil dieser Film den Fokus immer wieder auf die wichtigen Dinge, die es bräuchte, um eben zu zeigen, hier steht einiges auf dem Spiel, dann doch zu wenig erzählt. So ist zum Beispiel Daisy Ridley in Kombination mit Garrett Hudlin, der Steven spielt. Ihren eigenen Mann gibt es so eine Ebene, warum hast du mir nie die Wahrheit gesagt? Also, hätte ich dir die Wahrheit gesagt, hättest du mich jemals kennenlernen wollen? Und so weiter und so fort. So eine Ebene, wo ich mir denke, hey, das ist doch so auf einem vorwurfsvoller Art und Weise kommuniziert, statt da einfühliger miteinander umzugehen, was gleichzeitig den Bonus gehabt hätte, zu zeigen, was mir der Partner bedeutet, dass er da eher noch verständlicher ist, statt das irgendwie so kalt und distanziert hinzuscripten, um es dann zu brechen, indem es mir zu vorhersehbar ist. Der ganze Film leider insgesamt zu vorhersehbar, sodass ich immer dann denke, wenn es in diesem Film sehr menschlich
menschlich zugehen müsste, damit ich auch verstehe, warum reagiert die Figur so und was steht hier auf dem Spiel. Versucht er irgendwie so schnell Dinge abzuarbeiten. Das gilt beispielsweise auch für Jill Birmingham, der Clark Beckham spielt, einen Polizisten, der immer wieder mal auch in so Rollen zu sehen ist, dessen wichtigster Part im Grunde genau in diesem Zeitsprung angesiedelt ist und warum es eigentlich eine Ebene und eine Verbindung gibt zu unserer Hauptfigur, die dann aber so im Nachhinein erzählt wird, sodass ich mir so denken muss, okay, das wird vielleicht im weiteren Verlauf eine Rolle spielen, aber genau da wäre es richtig gut gewesen, 10, 15 Minuten vom Film zu investieren, um zu zeigen, da gibt es andere mögliche Bezugspersonen. Was ist, wenn der Vater wegfällt, den man vielleicht erst zu einem Helden stilisiert hat und dann zerbricht das? Was macht das mit einem und wo holt man sich der Ersatz? Weil da steckt ein Psychogramm drin, ein richtig spannendes Psychogramm, über das man hätte als Thriller und Drama deutlich tiefer gehen können, statt irgendwie auf diese Angst vor dem eigenen Vater so sehr zu setzen, weil genau dann, wenn beide onscreen sind, nämlich diese Liebe und dieser Hass, der beidseitig existiert, das eigentlich spannend machen und der Film in Schlüsselmomenten dann so kippt, wo ich mir denke, hä, warum bist du denn jetzt bereit, das zu machen? Das passt doch zu dem vorher gar nicht. Und da kippt für mich dann leider zu viel. Deswegen fühlt sich insgesamt das Erwachen der Jägerin wie so ein Film mit viel Potenzial, das liegen gelassen wird an. Und das ist ehrlicherweise ziemlich, ziemlich schade, weil ich finde die Akteure vor der Kamera nicht schlecht. Ich finde die Ausgangssituation nicht schlecht. Ich habe das Buch nicht gelesen oder mir angehört als Hörbuch. Aber wenn ihr es kennen solltet, bin ich sehr gespannt, wenn ihr den Film dann seht, ob ihr sagt, wie sehr ist denn hier der Unterschied? Ich kann mir vorstellen, dass hier einiges Wichtiges leider weggelassen worden ist, wo ich mir sagte, oh, das hätte ich lieber gesehen innerhalb dieses Films. Über die Kameraarbeit habe ich eben schon angedeutet. So ein natürlicherer Look hätte aus meiner Sicht dem Film ganz gut getan. Über die anderen Departments muss man nicht unbedingt. Der Film sieht handgemacht aus und auch über Kostüme und Co. Jetzt nichts, wo ich sage, das ist besonders taktisch oder herausstellend und diesen Film charakterisierend, muss ich ganz klar vorhin. Dieser ganze Beginn in der Wildnis, Kind, Vater, Mutter, dann hast du so einen Beat, also du hast einen Bruch, in dem du merkst, oh, hier läuft alles ganz anders ab als gedacht und man sich dann überlegen kann, was macht es mit so einem Kind, rausgerissen zu werden, auch aus der gewohnten Umgebung, wäre es sehr spannend gewesen, sie beim Erwachsenwerden ein bisschen mehr im Film zu begleiten, um dann auch zu zeigen, wie sehr sie eine Außenseiterin oder die ersten Versuche mit Gleichaltrigen irgendwie Kontakt aufzunehmen, weil all das ist hier verwehrt geblieben, bis sie 10 Jahre alt ist. Finde ich total spannend, total interessant und da raus dann diese Geschichte einer erwachsenen Frau zu erzählen, die schwer Vertrauen fassen kann und wenn sie es mal geschafft hat, das nie wieder verlieren will, sodass sie bereit ist, alles zu riskieren. Dann haben wir ein paar Sachen, die wirklich auf dem Spiel stehen und das ist das Potenzial, was hier nicht genutzt wird leider, weil zu viele dieser aus meiner Sicht erzählenswerten wichtigsten Parts übersprungen werden, setzt dadurch den Fokus falsch und insgesamt noch von den Settings mehr Verortung in diesen Sümpfen, in diesem Dreck und nicht diesen blau-grünen Stich, hätte ich auch richtig gut gefunden. So bin ich bei 6 von 10 möglichen Punkten als Drama Thriller, 4,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Schade, schade, schade. Hätte ich gerne den Film gehabt, den ich mir erhofft habe nach dem Trailer. Weil nach dem hatte ich Bock. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu Das Erwachen der Jägerin und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.